Recording in progress. Letty, wir sind doch der realste Podcast, den es gibt. Also, das würde ich auch erstmal sagen. Herzlich willkommen. Unvorbereitet wie immer. Normal. Mitten aus dem Leben gerissen. Mich mal wieder, vor 20 Minuten saß ich noch in der Praxis und du lagst noch im Bett, ne? Oder? Ja, genau. Also für alle, die es mitbekommen haben, ich bin krank. Wir haben auch zu meinem festgestellt, auch schon überlegt, wer eigentlich beschissener von uns beiden aussieht. Aber nützt ja nichts, der Podcast wird gemacht. Richtig, Leute. Wir schlafen nicht. Wir sind für Regelmäßigkeit. Wir sind real. Wollen wir mal so einen Rap-Song draus machen, Angie? Ja, ich lerne Beatboxen bis nächste Woche. Boah, Beatboxen ist nicht richtig geil. Da habe ich auch echt Spaß in meinem Leben. Vielleicht, wenn ich 70 bin, mache ich eine Beatbox-Karriere. Vorab, ich will noch mal ganz kurz sagen, für all die sich wundern, wenn ich meinen Tee löffel. Ich habe das schon immer so gemacht. Ich löffel meinen Tee sehr gerne. Ja. Seitdem ich ein Kind bin. Schlürf doch. Ich habe auch schon wieder gehört, ich kriege auch schon wieder die mittelschwere Krise, dass Letty schon wieder vergessen hat, ihr Mikro zu machen. Nein, das hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt kriegen wir Kommentare. Vielleicht kriegst du es dann ja mal geschissen, dich um dein Equipment zu kümmern oder ich mich. Vielleicht schenkt dir ja der Weihnachtsmann was. Oh ja, das wäre schön, lieber Weihnachtsmann. Mama, hörst du zu? Ey, da habe ich das schon erzählt im Podcast, dass meine Mutter sich eigentlich fast nie den Podcast anhört, was ich nicht schlimm finde, weil sie hat nicht so viel Zeit. Aber ausgerechnet dann hat sie ihn gehört. Genau, dann hat sie ihn gehört. Maren, den mit Maren, den Blowjob? Genau, das alles hat sie gehört, dass Arl und ich auf dem Parkhaus saßen und ich habe mir so mal, und sie schickt mir noch so ein ganz stolzes Bild. Guck mal, was ich gerade beim Bügeln gucke. Nein, Mama, oh nein. Bei mir ist das, pass mal auf, bei mir ist das genau umgekehrt. Ich habe immer Angst, dass meine Tochter meinen Podcast hört und sich so, oh fuck. Deswegen hat die bestimmt kein Instagram mehr. Die ist komplett, ich finde das richtig bewundernswert, die ist komplett aus dem Social Life raus. Das ist irgendwie trendy, habe ich jetzt so mitbekommen, sich irgendwelche Accounts zu machen zum Stalken, aber nicht mehr zum aktiv Bilder hochladen. Okay, nee, das macht sie auch nicht. Also sie ist da komplett raus. Ich finde es eigentlich ganz cool, sehr mutig. Hat mit Sicherheit auch so ein bisschen beruflich zu tun, wenn du bei der Polizei bist, ne? Ja. Aber bald, würde sagen, bald wird es in einem anderen Podcast-Format eine Folge geben, wo eine Kriminalpolizistin mal alles aus ihrer Sicht erzählt. Vielleicht. Und damit auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer Folge, neuen Folge, Masse and Make-up. Ich finde es übrigens schön, dass wir beiden heute hier mal wieder in Zweisamkeit fast kuscheln dürfen. Komm, mach mal Knock. Oh. Hier, Knock. Achso, ich muss auf die andere Seite. Nee, zu mir hin. Achso. Dahin. Da? Nein, siehst du nicht? Da? Ja, nein. Komm näher. Bei mir ist da das Spiel verkehrt. Näher kommen. So. Oh. So. Ja. Ja, worum geht's heute? Worüber reden wir überhaupt? Das ist mal wieder so. Ich weiß auch nicht, also ich habe so ein paar Leute, ich habe so voll die Themen. Also wir können auch mal gerne unseren aktuellen Stand hier auffrischen, aber ich habe noch so Themen im Kopf wie ein paar Wettkämpfe, News in der Szene. Wer ist schwanger, Leute? Wer ist schwanger? Vielleicht ich? Vielleicht Angie? Na, bestimmt. Vielleicht auch jemand anderes. Amy, bist du schwanger? Ja. Oder Amy? Ja, oder wer bekommt ein Kind? Es geht auf jeden Fall um, ja, Rumänien war am Wochenende, ne? Da können wir kurz mal drüber reden. Die Texas Pro. Wir können über die aktuelle Lage reden. Wir müssen leider mal wieder über Frauen und Stoff reden, weil sowohl du, weiß ich, wie auch ich schon wieder so Fragen bekommen haben, wo ich denke, das muss doch mal irgendwann arbeiten. Olympia ist durch das Thema, ne? Habe ich mit dem Quadro gesprochen. Oh, bitte nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr hören. Privatthemen, ja. Ja. Wir können auch mal über Fokus und so reden, ne, der bei mir gerade weit entfernt ist. Denn ich bin so froh, dass du mit mir den Podcast machst, gerade krank bist und hoffentlich deine Hausaufgaben gemacht hast und alles aufgearbeitet hast. Wobei, Rumänien Massefest war ich auch, habe ich auch immer ein bisschen geguckt tatsächlich. Sollen wir anfangen damit? Können wir gerne machen, am Wochenende. Vergangenes Wochenende war das Rumänien Maskefest, wo die liebe Angie letztes Jahr live vor Ort war. Angie, erzähl mal. Also so nach außen berichtet wirkt es sehr, als ob der Wettkampf ein sehr gut organisierter Wettkampf ist. Schöne Veranstaltung, habe ich mir sagen lassen.
Empfindest also du das auch ich so? Kann ja nicht sagen, wie es dieses Jahr war, aber ich gehe mal davon aus, ich habe die Location erkannt, auch auf vielen Stories, wo die Leute draußen in die Halle gegangen sind, wusste ich sofort, ah, okay, ist dieselbe Halle. Eine wunderschöne Halle, was ich von, klingt richtig blöd, aber was ich von Rumänien so nicht erwartet hätte, also auch vom Design her. Ich muss sagen, letztes Jahr Alicante auch mega von der Energie her, von den Vibes her und sowieso, wenn das Wetter schön ist, ne? Das macht ja auch immer viel aus. Rumänien war das Wetter nicht mehr ganz so schön, aber ich muss sagen, ey Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, egal ob als Amateur oder Profi, auch die Amateur in Rumänien zu starten, dann macht das. Ja, manche haben sagen so, nee, nach Rumänien will ich gar nicht, aber ich kann euch sagen, die Veranstaltung von der Organisation her, Bühnenbild, Kulisse, nee, wirklich richtig toll. Ja, ja, habe ich auch so aufgenommen. Schön, ja, der Backstage-Bereich, das hat mich ein bisschen gestört. Manche fanden es mega geil, mich hat es gestört, weil der Backstage-Bereich ist in einer eigenen Halle. Da liegst du mit allen zusammen, da ist auch das Tanning. Großer Minuspunkt, es war arschkalt in diesem Tanning-Zelt, weil es war einfach schon kühler draußen. Ich habe mir so den Arsch ab da gefroren. Bin ja auch sehr krank danach geworden, aber ich glaube, das lag an der Make-up-Frau, die so krank war. Die hatte zwar eine Maske auf, aber Katastrophe. Das hat mich ein bisschen gestört. Und du musst halt im Bikini, gehst du quasi aus der Halle raus. Das sind nicht viele Meter, aber du musst trotzdem einmal in die Kälte und in die Haupthalle gehen. Da bist du dann geleitet. Schöner Backstage-Bereich. Da sind die auch nochmal fürs Finishing. Da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Du musst nirgendwo hingehen und bitten, hallo, könnte man nochmal bitte hier mein Finish und so drauf machen. Ja, Bühne auch schön. Alles schön. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen, dass du einmal kurz raus musst, weil du bist jetzt kalt, du schwitzt. Ja. Aber ansonsten. Ja, das verstehe ich absolut. Mega. Wer ist alles so gestartet? Ich weiß, unsere Jenny ist gestartet. Jennifer Zienert. Sehr viele Amateurleute sind gestartet. Das weiß ich auch. Und von den Männern ist der Kevin Bucher. Genau. Der Anton The Rock, keine Ahnung, Anton Rocket, ich weiß nicht, ob das der Nachname ist, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich gerade wieder den größten Müll gelabert. Ich weiß nicht, ob über der Anton, der auch manchmal in der Massekonferenz ist. Und Anton, ja. Kevin Bucher hat den 10. Platz gemacht. Anton, glaube ich, den. Der war im zweiten Callout, ne? Das habe ich sogar ein bisschen mitverfolgt. War genau. Sehr stolz, kann er auch sein. Ich weiß, dass er auch. Der ist ja jetzt auch länger nicht gestartet. Ja. Ich habe mir auch mal die Bilder angeguckt, so im Vergleich. Ja, der hat ordentlich Progress gemacht. Sag genau. Ja, der Anton war nicht mehr im Finale. Ja. Wahrscheinlich so 13, 14. Platz geworden. Und ja, die Jennifer Zina, zu meinen Überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen, der 5. Platz in der Figurklasse. Ich was ja 4-3-2-1 gar nicht gesehen, wer vor ihr war. Ich habe nur auch auf ihrem Profil geguckt und dachte, hä, 5.? Hä, kann doch nicht sein. Okay. Also, was mir halt aufgefallen ist und auch anderen Leuten, dass die Erstplatzierte, das war, kennst du die, die eine Zwillingsschwester hat? Die hat auch auf der Fit Parade gewonnen, einmal. Ja. Das ist so eine. Die hat eine Schwester, die sieht wirklich sehr ähnlich aus wie sie. Die eine hat ein bisschen mehr Muskulatur, die andere weniger. Und sie sieht halt von der Struktur, also sie hat eine schöne Linie an sich, aber es sieht schon sehr nach Physikklasse aus. Und das hat dann auch so ein bisschen die Diskussion, glaube ich, in der Szene aufgeworfen. Mhm. Nach was gehen die teilweise? Das war auch so eine Sache, das habe ich mich gefragt, weil du siehst Wettkämpfe, da gehen die extrem nach Linie. Ne? Also das sieht man dann auch bei einer Lena, wenn nach Linie oder wenn Linie gefragt ist, Lena immer ganz weit vorne, also erster Platz. Von welcher Lena sprichst du für die Leute da draußen? Rammsteiner, ja. Von unserer Fitnessprinzessin, die uns hoffentlich auch mal wieder bald beehren wird hier. Und dann gibt es halt wiederum Wettkämpfe, wo die halt nur nach Masse gehen. Und ich glaube, auch mittlerweile stelle ich mir das als Athletin, also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob bei Jennifer Zienert hat das jetzt nicht gepostet, ob sie jetzt irgendwie keine Ahnung, weicher war als jetzt auf Olympia oder so, ne? Aber
grundsätzlich muss ich einfach sagen, dass ich manchmal die Bewertung der Judges nicht verstehe, weil was soll man sich jetzt als Athlet einstellen? Entweder auf Masse, also sollen die massiger sein, sollen die doch mehr Linie oder Härte haben, so, und dadurch, dass es halt gefühlt auf jedem Wettkampf unterschiedlich ist, finde ich es halt sehr, sehr schwer zu werten. Bestes Beispiel auch Nadine und diese Rejoice, die etwas dunkelhäutigere, die auf den einen Wettkampf immer, oder auf den Wettkämpfen immer hinter Nadine stand und auf den einen auf einmal vor ihr. So, hä? Aber das ist Bodybuilding, ne? Ja, da sieht man halt auch mal, dass Nadine, jeder Judge einen anderen Geschmack hat, ne? Wie viele Wettkämpfe hat Nadine in ihrer Saison gemacht? Das waren echt viele. Sie hat sich immer an das gehalten, was die Judges gesagt haben. Komm ein bisschen voller, komm ein bisschen trockener, ne? Arbeite an der Rückseite, tete. Und trotz alledem war dann wieder eine dabei, die dann noch da drüber war, ne? Aber ich weiß nicht, das ist Bodybuilding, kann man echt immer wieder nur sagen. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Athletinnen da oben stehen. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber das war für mich so ein bisschen so, hä? So vor allem nicht auf dem zweiten oder, ne, dass halt eine besser war, weil man muss ja einfach sagen, Jennifer Zienert ist mit Lena zusammen. Oder aktuell eigentlich ist Jennifer Zienert die erfolgreichste deutsche Figurathletin. Ah, vor allem Fälle. So, ne, weil verdient. So, genau, richtig. Und dann fragt man sich halt so, hä? So wie, oder, ne, auch in Europa ist sie ja ganz weit oben. Deshalb hat mich das dann halt auch so geschockt, dass sie dann auf einmal so auf dem fünften, nicht zweiten, dritten, fünften. Was, um Gottes Willen, um es nochmal hier zu betonen, nicht schlecht ist in der Profiliga, ne? Also, gar nicht. Bevor jetzt die wieder Kommentare kommen, selber kein Profi und irgendwie, nein, Leute, also auf diesem hohen Niveau sprechen wir jetzt einfach mal, ne? Ich habe mir die anderen Mädels gar nicht angeguckt. Also die jetzt alle vor Jennifer waren, hast du das Gefühl, die hatten alle mehr Masse? Mhm. Also die Erstplatzierte definitiv. Ja, aber das ist mit 2, 3, 4. Ja, die Zweitplatzierte sah zumindest bulliger aus, nach meinem Empfinden. Also wie gesagt, es hat halt echt mehr gewirkt, als ob die dieses Mastigare haben wollten. Ich guck mal, ob sie irgendwelche... Ich habe dir ja heute auch geschrieben, dass ich irgendwie auch gar nichts, ich habe auch nichts gesehen, wer was gewonnen hat überhaupt. Keine Listen. Hast du was gefunden? Listen habe ich tatsächlich auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob wir einfach beide zu blöd dafür sind. Ich weiß auch nicht, war auf der Rumänien Massefest-Seite. Ich gucke jetzt nochmal. Manchmal kann man ja auch, schöne Grüße an den Danny, bei Gannikus, aber habe ich auch nichts gesehen. Jetzt aktuell. Nee, auf der Massefestseite sehe ich auch nichts, sind nur einzelne Bilder. Ja, irgendwann wird man es sehen. Hätte ich mir nicht gestern ein Hundebaby angeschaut und Samstag habe ich den ganzen Tag gearbeitet, dann hätte ich mir tatsächlich überlegt, mir einen Livestream zu kaufen, weil es hätte mich schon interessiert. Mich hätte halt auch die, vor allen Dingen die große Bodybuilding-Klasse, ich bin ja echt richtiger Fan davon geworden, weil ich ein paar auch persönlich kennengelernt habe. Auch da kann mir wieder keine Namen merken. Ich weiß, dass die Cora Lever, eine Russin, die habe ich letztes Jahr persönlich kennengelernt, die hat mich gestern der Stefan Riemenschneider angeschrieben. Ich muss mal eben gucken, wie die hieß, die gewonnen hat. Levina IFBB Pro heißt sie. Ich weiß auch nicht, wie sie richtig heißt. Levina Rodriguez Barros. Ja, das ist eine Brasilianerin, ne? Genau. Boah, hast du ein Bild davon gerade? Ja, habe ich. Die ist echt krass. Warte, halt ein bisschen weiter weg. Ja, ist schwierig, weil du diesen Filter da drauf hast, dass der Hintergrund weg ist. Aber man sieht schon ein bisschen, also das ist echt jenseits von Gut und Böse, Leute. Das ist heftig. Ehrlich. Und Steroide hin und her, schaff mal die Masse als Mann erstmal. Ja? Ja, es schafft, also da musst du als Frau auch schon genetisch gesegnet sein, also gesegnet in Anführungsstrichen, dass du dann halt so aussehen kannst. Ne? Ja. Das ist es halt auch. Ich meine, guck dir die Miss Olympia an. Dafür, dass sie so viele Muskeln hat, sieht sie noch sehr fraulich aus. Fraulich, ja. Leute. Ja.
Das ist auf jeden Fall richtig krass. Ich versuche jetzt mal die andere, die den zweiten Platz gemacht hat, zu suchen. Das ist Spanierin. Ich weiß auf jeden Fall, dass die mit dieser Natalia, die letztes Jahr Miss Ona Physikklasse geworden ist, rumhängt. Ich glaube, das ist sogar, oder war ihr Coaching? Also, den zweiten Platz hat gestern die liebe Cora Bleber. Ich kann dir nicht sagen, wie sie wirklich heißt. Stefan Riemschneider hat mir die geschickt, weil er dachte, das wäre ein Mann. Ach so. Den zweiten gemacht. Da. Krass. Das ist einfach übermäßig krass. Die J-Fax, die kenne ich ja auch. Die habe ich persönlich kennengelernt. Das ist auch so eine Liebe. Ich weiß aber immer noch nicht, welchen Platz sie gemacht hat. So. Das Problem bei der Cora Blever ist immer, dass ich mich frage, warte. Die ist immer so signifikant, weil sie einfach Perücken trägt. Also es gibt wirklich schöne Perücken. Ja, jetzt weiß ich auch, wie sie, aber ich habe mir gerade so überlegt, aber irgendwo hast du die schon mal gesehen. Jetzt weiß ich auch, wie sie mit ihren Perücken aussieht. Ja. Da habe ich so ein Bild vor Augen. Ja, ja, aber es ist halt, ja, schwierig. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich glaube, sie ist nämlich eine der nicht so genetisch gesegneten Frauen für die Bodybuilding-Klasse. Und da haben wir auch schon nicht oft, nicht wenig darüber geredet, dass man die Haare verliert, ne? Was? Ja, Natalia ist auch einfach krass. Ja. Ja, die Cora Bleber ist eine russische Athletin. Ja, letztes Jahr hat sie diese Perücke getragen. Die fand ich auch nicht so vorteilhaft hier. Mm-mm. Aber die hat eine Bühnen-Performance. Da stehen alle auf. Verrückt. Und ja. Ich habe das irgendwann mal vor kurzem in einem Fragensticker auch gesagt. Ich bin mal gefragt worden, wie es mir damit geht, dass die männlichen Athleten halt die große Klasse auch den größten Preis bekommt, vom Preisgeld her. Ne? Mhm. Und ich habe vor kurzem mal gelesen, also jetzt keine Studie, aber dass von diesen auch Einschaltquoten oder wie nennt man das? Oh, wenn die Wettkämpfe, wenn dieser Livestream ist. Storyviews oder Liveviews oder so. Ja, okay, Liveviews, genau. Das klingt irgendwie logisch, dass die meisten Liveviews wirklich in der Frauen-Bodybuilding-Klasse sind. So, was ich gar nicht gedacht hätte, weil das hatte ich auch so geschrieben, weil ich immer das Gefühl habe, das ist auch so ein bisschen Freak-Show. Ja. Mir dann ein guter Freund von uns geschrieben hat, nenn es doch einfach Fetischismus. Aber auch ich gucke mir das gerne an und ich habe bestimmt keinen Frauenmuskelfetischismus. So, ne? Es ist so faszinierend für mich immer noch, was eine Frau bewegt, so viel Muskelmasse aufzubauen. So, das sage ich als Frau. Ne? Mir ist das auch scheißegal, wenn diejenige vermännlicht oder nicht. Die Frau möchte das so, also akzeptiere ich das. Alles gut. Ja, und vor allem meine Gegenfrage, warum gucken sich denn alle auch am liebsten die offene Bodybuilding-Klasse bei den Männern an? Mhm. Weil sie einfach am spektakulärsten ist. Es ist so, da kommen 10 Männer, die breiter sind als jeder Kleiderschrank auf die Bühne und jeder hat eine andere Muskelseparation und Streifen hier und Streifen da und das ist bei den Frauen ja nichts anderes. Mhm. So, wer guckt sich denn gerne im Vergleich Mensphysik und Bikini? Warum guckt man sich das nicht so gerne an, weil dieses Spektakuläre, dieser Freak-Faktor, für den Bodybuilding ist eine Freak-Show eigentlich, weil keiner sieht oder so wenig Menschen sehen, ne, ich sag mal so bei Frauen ab Figurklasse, bei Männern ab, weiß ich nicht, Classic, sehen so wenig Männer oder Frauen so krass aus und das ist ja zum einen auch respektabel, aber zum anderen halt auch dieses Freak-mäßige. Ja. Man muss ja auch Freak nicht immer so als negativ bewerten. Nein. Ne? Jeder guckt sich ja gerne auch mal was Außergewöhnliches an. Boah, krass. Das, ne, ist ja auch nichts Beleidigendes. So, ne, von der ist Kette wahrscheinlich
wahrscheinlich American Horror Story geschuldet. Da gab es nämlich irgendwie meine Staffel mit Freak Show und da waren die Freaks halt so dargestellt, sage ich jetzt mal, wie man sich das vorstellt, ne? Ja, nein, okay, aber so meine Horror Picture Show. Genau. Warum haben wir eigentlich noch keine Werbung gemacht? Jetzt haben schon mehr die Ersten ausgeschaltet und wissen noch gar nicht, dass sie uns unterstützen können bei Big Zone zum Beispiel mit Angie 10 oder bei Olymp mit dem Code LETIZDE oder Race mit dem Code LETI. Genau. LETI. Prost. Und ich sage es nochmal, es geht auf die Weihnachtszeit zu und ich werde diesen Big Zone Erlös tatsächlich, auch gerade nachdem jetzt wieder was mit meiner Whitney passiert ist, dem Tierschutz widmen, nämlich genau dem Verein, die sich für Tiere aus Tötungsstationen, Straßenhunde aus dem Ostblock einsetzen und so vehement und auf eine nicht radikale, sehr liebe, herzliche Art und Weise gegen diese ganze Vermehrer-Scheiße kämpfen. Ja, das finde ich gut. Und da ich die auch kenne, die den Verein gegründet hat, ich kenne die auch persönlich, da weiß ich, dass das Geld da ankommt, wo es hingehört. Und der Winter kommt, es ist kalt. Ne, gerade, ja, ich kann nicht drüber denken, sonst will ich drüber nachdenken, sonst fange ich gleich wieder an zu blättern. Ja, auf jeden Fall freue ich mich doppelt und dreifach, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. So, reden wir mal weiter. Romanian Muscle Fest. Ja. Wollte Roman da nicht eigentlich auch starten oder war das gar nicht geplant? Ich glaube, er hatte doch eigentlich Japan noch geplant, oder? Ja, ja, Japan, das weiß ich. Aber war Rumänien nicht auch geplant? Oder war nicht Prag geplant? Prag. Könnte das nicht sein? Ja, irgendwie. Ja. Ja. Ob Roman heute auf der Bühne steht, ach, wir machen uns, wahrscheinlich so was? Wir machen uns komplett lächerlich hier. Wer sind wir eigentlich? Was wissen wir überhaupt? Wissen wir überhaupt irgendwas? Bin froh, dass ich meinen Namen kenne. Man muss aber auch mal sagen, dass Roman auch ein bisschen wieder in den Shadow-Modus geraten ist. Ne? Also aktuell ja, aber ja, ne, nicht so jetzt, viel los auf Social Media, sag ich mal, ne? Ja, aber jetzt cutte ich dich da nochmal, weil Roman ist auch big so ein Athlet wie ich und so über die Gruppe. Ich glaube, ich muss mal eben in die Küche, weil da köchelt nämlich Gemüse für meinen Hund, weil ich boykottiere ja gerade Gemüse. Und das riecht so, ich muss da mal eben in die Küche. Ja, mach was in die Küche. Das liegt im Moment tatsächlich an mir, ne? Weil ich gemerkt habe, wie wenig ich das Bodybuilding gerade fokussiere. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir den Podcast machen, weil es mir so unheimlich schwer fällt, mich im Moment auf die aktuelle Situation zu konzentrieren. Verrückt, ne? Mhm. Oder wie sehr das einfach auch mal in den Hintergrund rückt. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, als du geheiratet hast? War das auch, dass du so, weiß ich, ist das nur bei Trauer oder Menschen sind ja sowieso unterschiedlich. Andere würden wahrscheinlich, wenn ihr Hund, Nachbar, Freund, ich will es gar nicht aussprechen, wenn irgendjemand, egal wer, verstirbt. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gesagt, boah, aber jetzt wirst du doch richtig PRs schießen, wollte ich gerade sagen, drücken, wie auch immer. Nee, ich sag gar nicht. Ich kann gar nicht gehen. Also, ich gehe wieder. Ich war diese Woche auch trainieren. Ich schwöre dir, es gibt keinen Teil in meinem Körper, wo ich keinen Muskelkater habe. Ich finde es so faszinierend. Wie kann das denn sein? Du gehst 9 Tage nicht trainieren, fängst immer wieder bei Zero an. Also, wie schnell das auch geht vom Muskelreiz her. Ich glaube, jetzt kann ich schon wieder 3 Tage nicht gehen, weil ich weiß gar nicht, was ich trainieren soll morgen, ganz ehrlich. Wieder 3 Tage Pause. Ja. Nee, den Fokus, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hätte nie gedacht, dass das auf einmal mal so in den Hintergrund rückt, wo ich dann auch gemerkt habe, nee, ich definiere mich nicht nur über das Körperliche, über meine Muskulatur, weil die mir so egal war. Jetzt nicht mehr, aber es gab jetzt so 10 Tage,
Da war mir das komplett scheißegal, ob ich jetzt ein Kilo Muskel abschmeiße oder nicht. Völlig egal. Total egal. Ja, also das Thema ist, glaube ich, auch mal ein ganz wichtiges Thema, das wir jetzt auch mal ansprechen, Thema Fokus. Weil ich bin ja auch ein Mensch, ich versuche immer alles so 100% und ne, auf Sachplan und dies, das zu machen. Aber ich glaube, es gibt einfach Situationen im Leben, wo das halt nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Weil es einfach Phasen gibt. Ich komme, ich höre dir deine. Zu. Ja. Aber die anderen da draußen hören mit Sicherheit auch zu, weil ich vor die Küche abbrennt. Geh mal lieber, bevor hier gleich noch ein Feuer ausbricht. Ja. Übrigens. Hula Hoodie gibt's auch bei Big Zone. Den gibt's bei Olymp, Leute. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ich mag, boah, ich liebe ja die Farbe, ne? Die ist echt cute, ne? Ja, ich habe auch Viehzucht-T-Shirts und meine Team-T-Shirts, meine Coaching-T-Shirts habe ich auch in der Farbe. Ich das siehst du. Ja, aber wo wollte ich weiter erzählen hier? Thema Fokus. Es gibt einfach manchmal Phasen im Leben, wo man halt den Fokus dann auch mal auf andere Dinge setzen muss. Und ich finde es halt schwierig. Also ich kann Angie in dem Fall total verstehen, dass sie halt sagt, sie kann nicht trainieren gehen, weil sie halt trauert um ihren Hund. Und ich persönlich könnte in der Situation auch nicht trainieren gehen, weil, also klar, jeder verarbeitet, das ist, glaube ich, auch eine menschabhängige Sache, jeder verarbeitet Trauer oder Wut oder was oder Liebe, was auch immer, anders, ne? Andere noch in Schokolade. Nein, Spaß, aber... Sehen? Ich schwör, sorry. Rocher. Weiß, gibt's mit Kokos und mit Haselnuss? Hey. Zu geil. Also, gut, Entschuldigung, dass ich interrupt. Gut, dass Max das alles nicht sieht, weil ich heute schon wieder so viel gegessen habe, obwohl ich glaube, ich muss noch 3000 Kalorien essen. Na, dann ja. Leg mal los, eigentlich. Okay, weiter. Ja, weil ich war ehrlich gesagt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Nein, Spaß. Aber wie gesagt, es ist halt einfach mein, also jeder verarbeitet Trauer, Wut, was auch immer, Liebe, immer anders. Aber wichtig ist halt, dass ihr das macht, was euch gut tut. Und es bringt nichts, wenn ihr gerade Herzschmerz des Todes habt, sei es, weil euch Max Mustermann verlassen hat oder weil irgendwer gestorben ist, im Krankenhaus liegt, wie auch immer, toi, 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 dass es nicht passiert. Da müsst ihr euch nicht ins Training zwingen, weil ihr solltet euch, ihr solltet euch halt nicht nur über den Körper definieren. Ne, deshalb finde ich es ja auch super wichtig, dass man sich auch außerhalb dieser Bodybuilding-Bubble sein soziales Leben aufbaut, wie zum Beispiel einen Partner hat oder, okay, will jetzt auch nicht jeder mehr, aber du weißt, was ich meine, oder gutes Verhältnis zu den Kindern hat oder wie auch immer Freunde hat, alles, was einem gut tut, weil ihr seid nicht nur Bodybuilder. Und in eurer eigenen Welt, und es gibt noch eine andere Welt da draußen, es gibt auch noch andere Probleme als euren Körper und macht euch das bewusst, was euch gut tut oder nicht. Ne, das auch nochmal zum Thema Krankheit bei mir gerade. Leute, ich habe auch keinen Bock hier, seit 4 Tagen sitze ich hier zu Hause, ja, mache gar nichts, liege den ganzen Tag nur rum, obwohl ich normalerweise der Flummi on Tour bin. Ich habe darauf auch keinen Bock, ich denke mir auch langsam so, geil, ich hatte Sixpack-Ansätze letzte Woche, die sind jetzt auch komplett weg, meine Form komplett verschissen, ich habe diese Woche noch ein Formcheck bei Max eigentlich. Alles scheiße. Aber trotzdem muss ich das machen, was mein Körper gut tut. Und es würde ihnen jetzt nichts bringen, mich ins Training zu schleppen. So, da würde ich einfach nur alles verschleppen und schlimmer machen. Und deshalb. Das ist ja nicht in der Wettkampfvorbereitung. Guck mal hier, ich weiß, ob du es mitbekommen hast. Unsere liebe Larry, die Larissa, die war ja auch mitten in der Prep. Ich glaube, die ist jetzt schon 3 Wochen raus. Die hat es so umgehauen, ne? Ja, vorbei, Saison kannst vorbei. Du halt nichts machen. Tut mir vom Herzen auch total echt richtig weh. Also tut mir richtig, also tut mir leid, so, ne? Ja. Aber manchmal muss man dann halt auch auf seinen Körper hören und auch auf seine Gefühle hören, ne? Und wie gesagt, Herzschmerz ist genauso schlimm wie krank zu sein oder sonst was zu machen, so. Und der eine drückt vielleicht PRs und der andere halt nicht. Ja, ja. Jeder geht damit anders um. Ich hätte mir gewünscht, ich könnte, weil normalerweise funktioniert Training bei mir immer. Ich habe Stress auf der Arbeit. Also geht es wirklich um was Existenzielles oder so. Aber ich sag mal so Stress, Wut, ich bin sauer auf irgendwas. Auf der Arbeit lief es nicht so gut irgendwie. Training immer beste. Musik drauf. Geht alle weg. So diesen Abstand, diesen Rotationsabstand. Lasst mich in Ruhe und dann ja, aber diesmal hat das gar nicht geklappt. Und ihr dürft ja auch nicht vergessen, da draußen die wenigsten von uns, also selbst die Profi-Athletinnen und Athleten,
Athleten leben ja davon, ne? Wir leben einfach nicht davon. So, ich lebe von meinem Job. Da muss ich erstmal vorrangig am meisten funktionieren. Das andere ist mein Hobby. Profi hin, Profi her. Ne? Gut, Social Media verdiene ich halt auch ein bisschen Geld mit. Coaching auch. Das heißt, das muss natürlich auch alles funktionieren. So, ja. Ich hatte tatsächlich neulich, ich habe ja eine Athletin und bin tatsächlich auch gerade am Überlegen, ob ich mein Coaching-Team ein bisschen aufbaue, weil mir das aktuell sehr viel Spaß macht. Ich bin auch richtig stolz auf meine Athletin, das war hier vorab gesagt, aber sie hatte mir einen Formcheck geschickt und ich hatte an dem Tag so einen Fragesticker gepostet und ich hatte, weil ich halt krank war, den ganzen Tag geschlafen, aber irgendwie muss man ja auch seinen Instagram-Account so ein bisschen am Leben behalten, ne? Hatte ich halt einen Fragesticker gepostet und dann halt, aber noch auf keine Frage geantwortet. Und dann hat sie mir abends irgendwie hinterher geschrieben, hey, ne, nicht, dass du mich vergisst oder so. Weil ich mir natürlich entschuldigt, meinte, nee, habe ich nicht, ich habe den ganzen Tag geschlafen. Und das sind halt auch so Sachen, ich würde jetzt niemals auf Instagram erstmal den Fragesticker beantworten und mir die Zeit dafür nehmen, bevor ich meiner Coachie nicht geantwortet habe. Weißt du, was ich meine? Also da hat sie, das habe ich ihr auch geschrieben, ne? Also denk jetzt nicht für den Fragesticker, du hast da absoluten Vorrang, weil ich gar nicht abkam, wenn man so seine Prioritäten verschiebt, weil klar, ich mache das gerne, wenn ich anonyme Fragen bekomme, die teile ich auch gerne, beantworte die, aber trotzdem hat er das, womit ich mein Geld verdiene, wie mein Hauptberuf oder dann auch das Coaching, ne, oder andere Sachen, halt viel mehr Priorität als ein anonymer Fragesticker, ne? Ja, und also ob ich jetzt um 14 Uhr den Sticker erst beantworte und 14.02 Uhr meiner Coaching-Athletin antworte oder umgekehrt. Das ist was anderes, aber du weißt, was ich meine. Aber ne? So habe ich jetzt keine Tage dazwischen. Ich hatte das auch, aber am Samstag habe ich eine sehr, sehr lange Posingstunde gehabt mit einer Athletin von Erdem. Und die ist aus Chemnitz, glaube ich, irgendwo oben aus dem Osten gekommen. Und letztes Wochenende hatte ich auch schon zwei Posing-Athletinnen, aber die jetzt am Wochenende. Und mit der habe ich auch, wir haben so einen Hardcore-Tag gemacht, zwei Klassen durchposen, irgendwie 3,5 Stunden. Ich glaube, ich war 4 Stunden im John Reed. Dann habe ich noch trainiert, 5,5 Stunden, 6 Stunden. Ich musste mich zweimal ein- und ausloggen. Ey, die haben wahrscheinlich gedacht, ich bin obdachlos und habe keine Wohnung und will jetzt da einziehen oder so. Warum erzähle ich das jetzt? Ach so, ja. Das war am Samstag und Samstag ist eigentlich auch mal so mein Hauptcoaching-Tag. Ja, habe ich meinen Athletinnen auch geschrieben, sorry, ne, ich habe hier ein Coaching, also ne, Posing, ich antworte abends. Aber das ist mir halt immer wichtig, auch bei meinem Coach, sag einfach, ich kann gerade nicht, ich habe es gesehen, ich antworte dir später. Ne, so, alles gut. Ja. Mir ist es nur wichtig, dass die Leute, dass meine Leute wissen, ich habe sie nicht vergessen. Ne? Ja. Ja, finde ich auch. Genau, das dazu. Aber wie gesagt, Leute, ist, ne, ihr macht euer Ding, wenn ihr krank oder traurig oder was auch immer seid. Und der Körper ist zweitrangig bei sowas. Auch wenn es mir schwerfällt. Oh, ja. Ich dachte auch, ich denke jeden Morgen so, okay, ich habe jetzt meine Trauer überwunden. Nein, dann gehe ich wieder an diesem Bild vorbei. Ich könnte ja auch einfach das Bild umdrehen oder so. Es funktioniert aber auch nicht. Heute hatte ich dann noch gar nicht geweint. Dann kam aber der Brief vom Krematorium, dass ich doch bitte heute diese Rechnung bezahlen soll. Ich habe die Urne noch nicht mal bekommen. Meine Hündin wurde jetzt heute vor einer Woche eingeäschert. Und ja, ich würde das gerne so ein bisschen abschließen kann ich es eh nicht, aber diesen Prozess. Aber das sagt man ja auch, dass wenn dann, also auch bei menschlichen Beerdigungen, dass wenn dann die Beerdigung war, dass man dann so ein bisschen besser mit der Sache abschließen kann, weil wenn du immer noch die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ne, da ist noch was, dann kannst du ja auch nicht 100% damit abschließen. Ich weiß, als mein Papa verstorben ist, da war das auch die Trauerfeier war und wir haben eine Seebestattung gemacht in Holland, weil ich bin quasi mehr oder weniger in Holland auf dem Segelboot groß geworden und das ist schon 15 Jahre her, ich wollte das also meine Mama und ich haben beschlossen, dass wir das in Holland auf dem Eismeer machen. Da musste diese Urne, wurde erstmal, warte mal, 4 oder 5 Wochen konfessiert, so. Mhm. Und dann konnte man erst die Seebestattung machen. Das hat irgendwie nochmal 6 Wochen gedauert. Du hast gerade so ein bisschen so
so ein bisschen durchgeatmet und dann kommt dieser ganze Scheiß wieder, ne? So, jetzt kriege ich diese Asche von Whitney. Ich habe keinen Garten und ich will die hier auf dem Feld verstreuen. Also ich kriege so eine Streuasche. Weil ich habe einfach gesagt, der Platz, wo sie immer am allerliebsten war, von einem anderen Teil lasse ich mir so ein Amulett machen hier für zu Hause. Aber ich habe für mich entschieden, ich kann mir hier nicht so eine Urne hinstellen. Das bin nicht ich, das geht nicht. Ja, jetzt regnet es aber die ganze Woche. Bis Sonntag soll es durchschütten. So, dann sagte heute eine Freundin von mir, ja, dann mach das so erst im Frühjahr. Ich sage, Alter, ich kann doch die Asche hier nicht bis im Frühjahr liegen lassen. Nein, das kann ich auch nicht. Und ich wollte damit abschließen, bevor die neue Maus hier einzieht. Ja. Wann wird sie denn einziehen? Weißt du das schon? Ja, eigentlich nächstes Wochenende. Das wäre denen am liebsten, aber da kann ich nicht, weil ich arbeiten muss. Und ich kann nicht irgendwie, ich kann ja nicht einen Hund abholen und die direkt zu meinem Hundesitter bringen. Hä? Das geht ja nicht. Dies. Dann weiß sie gleich Bescheid, wie der Hase läuft hier, ne? Ja. Die muss ja ziemlich schnell funktionieren. Das Gute ist, ich kann die ja mit in die Praxis nehmen. Aber oh, das ist schon so lange her mit dem Welpen und mit dem Baby. Freu dich, ja, ja. Wunderbar. Ich habe ja hier Gott sei Dank eine große Dachterrasse. Nachts soll die angeblich schon durchpennen, also 6 Stunden. Bei Babys sagt man ja auch immer, schläft durch. Und wenn du dann nachfragst, ja, von 6 bis 5 so ungefähr, ist für mich kein Durchschlafen. Ich kann auch nachts mit der nicht zweimal rausgehen vor der Tür, die Etage runter, die kommt auf die Dachterrasse und fertig. Ja, da werde ich dich auf jeden Fall nochmal interviewen, weil es ist schon so lange bei mir her, dass ich da auch alles richtig mache. Ja, und dann zieht die ein. Aber die kann ja also erst. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du es erst recht. Ja, ich habe das ja mit Amy auch schon durch. Die kann auch hier erst einziehen, wenn ich einen Namen habe. Ich habe ja gestern schon den Help-Ruf gemacht bei Instagram. Und was kam dabei raus? Weiß nicht, ich glaube, ich habe 400 oder 500 Namensvorschläge bekommen. Weiß noch nicht. Egal, aber es soll jetzt auch gar nicht hier. Wir haben keinen Hunde-Podcast. Das stimmt. So, weiter im Bodybuilding-Film. Wer ist schwanger? Letty, wer ist, sag mir, wer ist schwanger? Ich wusste es nicht. Oh ja, weißt du, gerade so, ja, letzte Woche hatte ich noch einen Ansatz vom Sixpack. Ich habe gar nichts mehr, guckst ja. Nee, ich sehe nur diese Rille da in der Mitte. Ach so, guck mal, ich bin schon eine Etage höher, ich zeige schon meinen BH. Also, ich habe noch nicht mal jetzt mal, muss mal auf. Ja, es geht doch. Besser als meiner. Ja, ich bin gerade im Aufbau, ne? Nur mal so nebenbei. Max so, ach, wir fangen mal geschmeidig an, mach mal 350 Carbs und dies und das und das. Heute habe ich, glaube ich, 70 Gramm Carbs. Ach nee, ich habe ja eine Laugenstange gegessen. Hand vor Mund! Musst du niesen? Mhm. Ach Mann! Guck ins Licht, guck ins Hab ich, hab ich, hab ich. Ach, scheiße. Ich vergesse auch immer, dass die Leute uns sehen, weil ich immer denke, habe ich hier was? Da muss ich mal dieses Septum, habe ich da was? Da war's, Alter. Ja. Ich habe heute eine neue Schnarchschiene bekommen, bevor wir, machen es ein bisschen spannend, wer ist denn schwanger in der Szene? Ach ja, stimmt, das war. Weil die meisten wissen es wahrscheinlich. Ich habe mir heute eine neue Schnarchschiene gekauft. Leute, ich schnarche. Ich habe schon eine Schnarchschiene und ich dachte, mit dieser Schnarchschiene werde ich auf jeden Fall ersticken, weil das ist so ein wirklich so eine Riesenschiene. Da muss ich so schlafen. Denke ich so, damit kann ich gar nicht. Klar, bei mir wirkt die Schnarchschiene, weil ich nämlich die ganze Nacht nicht schlafe damit. Angie, bitte kannst du ein Bild davon machen, wie du mit dieser Schlafschiene aussiehst. Und die machen wir in das Thumbnail hier rein. Ja, bitte. Kann die holen. Aber bitte. Soll ich da mal in der Zeit aufklären, wer schwanger ist? Ja, weil du hast es mir ja schon gesagt. Ich bin's nicht, obwohl, warte mal. Ach, Angie ist schwanger. Kind Nummer 2. Nein, Leute, wer ist schwanger? Courtney ist einfach schwanger, die Frau von Zibum. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Da kann ich auch noch was zu erzählen. Also für, okay. Die Angie hat scheinbar Insiders. Nee, Spaß, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil mir war das tatsächlich auch schon klar, dass sie dieses Jahr schwanger wird, weil ich habe so rausgehört, dass die Schwester von Seaboom, also Chris Bumstead, versucht gerade schwanger zu werden mit ihrem Mann Ian Valerie
Und das heißt, da dachte ich mir auch schon so, ja, da könnte ja vielleicht die Courtney nachziehen. Hat sie scheinbar auch, beziehungsweise, ich glaube, die Melissa ist noch gar nicht schwanger. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber auf jeden Fall ist die Courtney jetzt schwanger. Und ich vermute auch deshalb, ja, lasst mich spekulieren, dass das der letzte Olympia für Chris Bumstead war. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil er sich jetzt mehr auf sein Private Life, mit seinem Unternehmen, mit seiner Familie konzentrieren möchte. Kann aber natürlich auch sein, dass er mit Absicht nochmal ein Olympia hat, um das Erlebnis auch noch mit seinem Kind zu haben. Ne, Frauenkind beim Olympia, dann wirst du auch noch Mr. Olympia, muss schön sein. Aber ist halt die Frage, ob er das noch nötig hat. Ne? Was? Was sagst du zu der Thematik? Glaubst du, er wird aufhören oder er wird weitermachen? Ich suche gerade was ganz anderes, weil mir schon wieder der Name nicht einfällt. Wie heißt der denn hier? Warte mal, ist er das? Ja. Was denn zuerst? Okay, zu der Schiene kommen wir später. Die sieht gar nicht so spektakulär aus, ne? Nee, die sieht eigentlich ganz human aus. Mhm. Ich hab wirklich keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob er sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt so auf Family. Ich kann es dir nicht sagen, weil, also sagen wir mal so, ich finde das cool, wenn die Leute sagen Family first, aber ich sag mal, ein Bodybuilder, der damit sein Geld verdient, oder sagen wir mal ich andersrum, aber nicht. Sagen wir mal andersrum, jemand, der Architekt ist, wenn die Frau schwanger ist, kann er auch nicht sagen, okay, jetzt arbeite ich halt nicht mehr, ne? Das heißt, das Geld muss ja trotzdem reinkommen, wenn die schwanger ist. Und wenn du dein Geld halt nur übers Bodybuilding verdienst, musst du halt entscheiden. Ist halt die Frage, warum hörst du auf? Weil du sagst, aus gesundheitlichen Gründen, ich möchte nicht krank werden, ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter, ich möchte es auch noch erleben, Großvater zu werden, zum Beispiel. Ne? So, nach dem Motto, ich höre jetzt mit Steroiden und so auf. Oder geht es um den Zeitfaktor? Ja, aber ganz ehrlich, es braucht man ja auch nicht irgendwie drum rumreden, weil er verdient ja sein Geld auf jeden Fall nicht mit Bodybuilding. Ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie, er hat ja noch ein Unternehmen nebenbei laufen, er verkauft sein eigenes Merch. Das ist ja auch so wie bei Fabian Mayer. Da meinten auch alle, ja, wie kann man nur so bla, ne, warum jetzt nicht nochmal Olympia? Weil seine Frau schwanger ist. Soll ihr das denn, ey? Das ist doch, ey, lass doch die Leute einfach in Ruhe. Ja, und egal, wie du dich entscheidest, weißt du, und dann verkackt er, dann wird noch gesagt, nee, so, egal, weil jeder, der verkackt da oben, wird dann ja auch noch irgendwie einmal in der Waschmaschine quer gewaschen, besonders heiß. Ja, und weißt du, warum er nicht mitgemacht hat, ist ja auch ganz logisch. Seine Frau ist jetzt gerade hochschwanger. Die hätte gar nicht in die USA fliegen können mit dem Bau. Mhm. Beziehungsweise man darf ja irgendwann auch nicht mehr so weit fliegen. Und ist doch logisch, dass er dann keinen Bock hat. Seine Frau, ich meine, wie oft passieren Frühgeburten heutzutage? Mhm. Was ist denn das, wenn er dann in Amerika ist und seine Frau 8 Wochen zu früh, was ja eigentlich mittlerweile schon sehr häufig vorkommt, dass eine Frau 8 Wochen zu früh ihr Kind gebärt, Kind bekommt? Mhm. Junge, der Typ würde das, und das für einen 8., 9. Platz auf dem Olympia, klar ist geil, das mitzuerleben, aber da muss man auch mal so realistisch sein und überlegen, werde ich jetzt noch Mr. Olympia in dem Leben oder wäre es ein nice to have? Mhm. Ne? So, und da verstehe ich sowieso A nicht, warum man sich da einmischen muss und B, wie gesagt, kann ich ihn absolut nachvollziehen und könnte es deshalb auch nachvollziehen, auch aufgrund dessen, dass der Chris Bumstead kein Geld damit so wirklich verdient oder das nicht sein Haupteinkommen ist, da keine Wettkämpfe mehr macht. Ich bin gespannt. Ich auch. Bin gespannt. Kennst du hier den kennst du doch bestimmt auch, den Strongman? Hier dieser. Wo ist denn Letty jetzt? Hallo? Okay, hatte ich jetzt einen Monolog. Der liebe Steve, boah, der wird mich hassen dafür. Wenn Letty wüsste, ne, wieso bist du, was, so, was denn jetzt wieder? Ich wurde rausgeflogen. Steve, ich habe nichts gemacht. Okay, ja, Internet vielleicht, ne? Für Steve weiß, ist das. Für Steve ist das der absolute Horror. Und ich denke mir nur wieder so, ja, Letty, kannst du einfach mal laufen normal? Tut mir leid, Steve.
Oh, scheiße. Ja, kennst du ihn? Ja. Na, der Strongman? Ja, den kenne ich. Super sympathisch. Gefühlt 2,98 Meter und seine Frau 1,52 Meter. Der hat sich auch so ein bisschen rausgezogen, weil seine Frau schwanger war und die haben einfach eine Totgeburt gehabt. Ich habe das gelesen und denke so, ich lese immer nur so, sorry for your loss. Ja. Ja, richtig schlimm sowas. Ganz schlimm. Es hat mir so leid getan. Da musste ich auch echt, weil ich eh gerade so nah am Wasser gebaut bin. Das war echt, dass ich dachte, okay, du fährst gleich vorm Baum. Ich habe das beim Autofahren gelesen, das darf ich gar nicht erzählen, ne? So. Und ich habe das an meinem. Oh, guck mal hier. Irgendwann Money on my mind. Ja, irgendwann klaut man mir mein Handy, ey, weil ich da immer Geld hinten drin habe. Ja, das fand ich auf jeden Fall mega, mega traurig. Okay. Boah, Entschuldigung. Gesundheit. Das ist meine Schiene. Die bringt gar nichts. Letty. Endlich. Die bringt gar nichts. Gesundheit. Dankeschön. Er stopft jetzt mal in den Mund. Ich weiß nicht, wo. Sieht doch aus wie die Boxschiene. Ja, genau. Du siehst jetzt aus, als ob du jetzt gleich beim Promi-Fights mitboxst. Mhm. Ja. Und das soll was gegen Schnarchen bringen? Mhm. Das ist schon so ekelig, ne? Also wahrscheinlich ist sowas angenehmer als so eine ganze Maske, aber ich habe keine Schlafapnoe. Ich schnarche einfach nur wie ein Berserker. Ja, wenn das so was bringt. Ich kann jeden Wald absägen. Ja, und das Problem ist bei mir nicht die Nase, sondern der Rachen. Das habe ich schon verstanden. Meine Nase ist frei und trotzdem schlafe ich so. So schlafe ich. Und damit dir dieses Zäpfchen und dieser Gaumen nicht nach hinten fällt, gibt es diese Schiene, damit dein Unterkiefer so ein bisschen nach vorne gezogen wird. Funktioniert bei mir aber gar nicht. Ich habe... Irgendwann verschlucke ich dieses Ding. Ich kann damit auch nicht schlafen. Deswegen, ja, bei mir, ups, ich kann sie euch wärmstens empfehlen, diese Scheißschiene, weil ihr schlaft einfach nicht. Folglich schnarcht ihr auch nicht. So, ich habe mir das jetzt noch eine Tipps bestellt. Die ist nicht so monströs, die ist anders. Die hat so Strebungen an der Seite. Aber ich denke mir so, schnarche ich halt. Wollte gerade sagen, aktuell bist du ja noch im Single-Dasein. Dementsprechend. Oder du nimmst dir den Mund zu, das geht auch. Genau. I don't know, in which, in welchem Status, in welchem Dingens ich mich befinde. Ist auch scheißegal. So. Genau. Themawechsel. Themawechsel. Was steht sonst an? Was steht sonst so an? Wir haben noch ein paar tolle Theoriefragen bekommen, beziehungsweise. Ja. Ja, soll ich einfach mal anfangen mit meiner? Ja, oder? Wir müssen ja auch ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst, ich meine, wir machen diesen Fragensticker natürlich, um aufzuklären. Ja, nein, oh Gott, da können ja wir auch nicht immer mit dem Kopf schütteln oder so, ne? Ich bin eigentlich nur, ich schüttel nicht, liebe Mädels da draußen, bitte hört nie auf, uns zu schreiben und uns eure Fragen zu stellen, ja, weil nur so können wir aufklären, ne? Und können Schlimmes verhindern. Das sind aber, ja auch meistens auch die Coaches, das ist ja das, ja, das Schlimme, weil das die fragen darauf, das ja nur, ja, weil die Coaches halt dann... Ja. Darauf will ich ja hinaus, ne, damit die Mädels alle verstehen, habe ich das eigentlich mal erzählt, warum ich einen meiner ersten Coaches, warum ich da gewechselt habe? Also ich nenne ja sowieso keine Namen, das ist ja auch scheißegal und das ist jetzt auch nichts durch den Dreck ziehen, weil... Ich glaube, vor 10 Jahren war das Thema ja Steroide und Frauen noch weniger öffentlich. So. Mhm. Ich glaube, das Prinzip war damals immer, wir packen was, wir packen einen Kurzzeitester rein und wenn wir merken, da passiert was, dann gehen wir da schnell wieder mit raus und der Körper hat das auch schnell wieder abgebaut. Also, kein Problem. Mhm. So, ne?
Ich bin da heute wieder so ein bisschen rasend geworden, weil ich in der Pause deine Fragensticker gesehen habe und da war ja diese Frage da mit Beude und NPP, kannst ja gleich einmal vorlesen. Ja. Also ich weiß, ich war bei einem Coach, der ohne Zweifel erfahren ist, der schon lange im Geschäft ist, den wahrscheinlich auch einige kennen und ich weiß, ich war in der Figurklasse. Was ist das? Das ist Daisy. Guck gleich an, wie süß die ist. Oh, fuck. Nee, das ist, weil du deinen Hintergrund. Guck mal, ich brauche das nicht mehr übrigens. Siehst du? Jetzt siehst du auch mal, wie mein Wohnzimmer aussieht. Guck. Schick, richtig geil. Voll die Pflanzen. Bei mir halten keine Pflanzen. Der hier sterben alle. Ich habe nur, pass auf, ich habe 3 Pflanzen, die habe ich geschenkt bekommen. Alles andere hier ist künstlich. Die habe ich irgendwie mal zur Praxiseröffnung bekommen. Ansonsten hängen hier überall Hirsche übrigens bei mir. Ja, weil jetzt habe ich ja nicht mehr diesen schnarchenden Hund. Ne? Deswegen kann ich jetzt entspannt im Wohnzimmer sitzen. Ach, aber ich würde mir wünschen, ich hätte diesen schnarchenden Hund noch. Naja, okay, also ich bin ja in der Figurklasse gestartet und mein Coach hat damals immer gesagt, Schulz, Angie, du hast eine Tochter, erwische ich dich, dass du irgendetwas nimmst, fliegst du hier raus. Okay, ich so, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, dann 2 Jahre später hat der Coach gemerkt, oh, die packt aber ganz schön drauf. Die hat eine ganz schöne Genetik irgendwie. Die passt gar nicht in die Figurklasse, die muss in die Physikklasse. So, dann habe ich mich am Anfang ja noch so ein bisschen gewehrt dagegen. Habe dann aber ja eingesehen, weil ich immer abgewertet wurde, okay, ich gehe in die Physikklasse. Und dann bekam ich irgendwann ein Zettelchen zugeschoben. Übrigens, Angie, so habe ich die und die Athletin, nenne ich jetzt auch keinen Namen, viele kennen sie, groß gemacht. So funktioniert das, Angie. So, aha, okay. Da hatte ich mich schon so, bin nach Hause gefahren, habe mir den Zettel gar nicht angeguckt. Habe mich aber vorher schon, weil ich das Thema einfach wahnsinnig spannend fand, schon immer mit Steroiden auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Und so wie mit Nahrungsergänzungsmitteln auch. Und also mir waren zumindest diese ganzen gängigen Namen nicht so, dass ich dachte, habe ich noch nie von gehört oder so. So, dann packe ich diesen Zettel aus und ich sehe so NPP, Bolde, Masteron, Oxa, Winstrol, Inject. Also ich habe alles so überflogen, wie er sich das in so einer Saison vorstellt. Zwar kurze Kuren und ich denke mir so, Trenn. Hast du gehört? Easy. Trenn, easy war auch drin. Und ja, Klenn und sowas sowieso. Ne? Ich gucke mir das an. Ich denke so, hä? Eine Woche später, wir haben uns immer einmal die Woche gesehen, bin ich hingegangen, ich sage, hör mal, du hast mir einen falschen Zettel gegeben, das ist doch von irgendeiner deiner Athleten. Nee, so ist bla 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 Profi geworden. Glaub mir, vertrau mir. Ich so, Pro Angie, renn. Weg war ich. Ehrlich. Ja, verstehe ich, absolut. Ja? Da sind wir wieder. Ich glaube, wir brauchen es auch nicht wiederholen. Ich glaube, wir brauchen noch ein Stück Schokolade, ey. Ja. Zucker. Ich lese jetzt mal ganz kurz die Frage vor, damit die Leute das auch verstehen, warum du das gerade erzählt hast. Also, HGH bei Frauen. Wir würden über 4 Einheiten reden? Wir würden über 4 Einheiten reden. Lieber wachst oder lieber was? Entschuldigung, lieber? Lieber wachst, also HGH, oder sowas wie NPP oder Beute. So. Cola oder Kaffee? Genau. Also erstmal, das habe ich auch so geschrieben in meiner Fragerunde, dass HGH nicht gleichzusetzen ist. Es wirkt nicht so und es ist auch absolut nicht gleichzusetzen mit NPP oder Beudenon. Man könnte ein Primobolan zum Beispiel mit einem NPP vergleichen. Wenn man jetzt sagt, nehme ich jetzt NPP als Mann oder Primobolan, da hätte man dann die Wahl zwischen beiden. Aber warte mal eben, das hat aber eine Frau geschrieben, ja?
Richtig, genau. HGH bei Frauen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch ein männlicher Coach geschrieben, der eine Frau vorbereiten will, weiß ich nicht, aber es geht scheinbar über Frauen. Und da hat es, wie gesagt, geschrieben, dass man HGH und NPP oder Bourdonnais nicht gleichsetzen kann. Und allgemein sowas wie NPP oder Bourdonnais braucht ihr als Frau nicht. Also wir reden hier wahrscheinlich über eine Athletin, die, wir reden jetzt hier nicht über eine Athletin, die sagt, ich möchte beim GNBF, ohne das jetzt abwertend zu meinen, deutsche Meisterin werden, sondern wir reden über eine Athletin, die sagt, ey, ich habe Potenzial von der Linie wahrscheinlich, ich möchte auf die große Bodybuilding-Bühne. Und natürlich weiß man auch, um auf die große Bodybuilding-Bühne zu wollen, musst du eventuell was supplementieren. Aber da sollte man nicht über NPP oder Beude als Coach nachdenken, weil diese Athletin, die das geschrieben hat, muss es ja von irgendwem gesagt bekommen. Und da finde ich, ist NPP oder Beude, vor allem, weil es sehr wahrscheinlich auch eine sein wird, die noch nie in ihrem Leben Kontakt mit Steroiden gehabt hat, absolut die falsche Wahl und auch absolut einfach falsch. Weil wozu braucht eine angehende Figurathletin, selbst eine angehende Physikathletin, die wahrscheinlich noch Mitte 20 ist, Beude oder NPP? Worüber diskutieren wir hier? Also da gibt es da keine Diskussion, weil das braucht man nicht. Und ich finde es halt einfach so krass, dass es halt so ein typischer, ohne es jetzt abwertend zu meinen, aber so ein typischer Oldschool-Stack. Weißt du, was ich meine? So das, was du damals geschrieben bekommen hast vor 10 Jahren, das wird jetzt immer noch so weitergemacht. Obwohl es halt 30 Millionen andere Sachen gibt, wie klar, ne, die Dame hat sich dann auch über Wachs informiert, was ja auch dann, ne, weniger Nebenwirkungen mit sich bringt. Auf die eine Art und Weise, auf eine andere Art und Weise auch wieder nicht. Also Okay, ganz dünnes Eis. pass auf, Moment. Wir sprechen jetzt wahrscheinlich erstmal über die Nebenwirkungen, wo ich ja immer sage, es sind Wirkungen, wovon dann alle sprechen, sprich Vermännlichung. Wenn wir da natürlich logischerweise HG Herber für die, die jetzt mal so bei Null einsteigen und gar nichts darüber wissen, natürlich werdet ihr von HGH nicht vermännlichen. Genau, Aber nur aber eure Organe wachsen. Weil ihr davon nicht vermännlicht, heißt es ja nicht, dass es keine Nebenwirkungen hat. Ne? Jegliche Steroide haben ihre Wirkung, was ja auch richtig so ist. Sonst würden Menschen ja nicht drüber nachdenken. Du möchtest ja, dass deine Proteinsynthese quasi explodiert. Muskelwachstum. So. Und alle reden immer nur von der Vermännlichung auch, ne? Aber was es sonst noch alles für gravierende Nebenwirkungen hat, spricht ja auch kaum einer drüber, ne? Und Genau. nur weil ein NPP, ein Nandrolon zum Beispiel, ursprünglich ein verschreibungspflichtiges Medikament war oder ist, war, wo wurde das früher eingesetzt? Überall, wo es um Muskelschwund ging, Autoimmunerkrankungen, sei es nur in schweren Krebsstadien. HIV-Ausbruch, sprich AIDS, da wurde halt auch NPP eingesetzt, ne, zur Muskel, also zur Proteinsynthese. Ja. Aber Ja, und es das hat ja ist es halt trotzdem aber. eine Million, es hat ja trotzdem eine Million Nebenwirkungen, ne, und das vergessen die Leute einfach immer. Genau. Das ist halt das Ding. Und wie gesagt, auch ein HGH hat seine Nebenwirkungen. Das können nämlich eure Organe vergrößern, wie zum Beispiel auch euer Herz. Wie Sportler haben von Natur aus sehr wahrscheinlich schon ein größeres Herz durchs ganze intensive Training. Und HGH verschlimmert das. Oder zum Beispiel habt ihr Krebszellen oder auch böse Krebszellen in euch, wachsen ja auch schneller durchs HGH. Also wie gesagt, das sind alles Vor- und Nachteile und das sind eigentlich keine Vorteile, weil für den Es Sport kann, dann, es kann. Kann man auch nicht so pauschalisieren, Letty. das Muss ich kann jetzt man leider nicht. auch, muss ich jetzt auch mal leider eingreifen. Aber so, Ja, jetzt doch, mal ich finde für schon, dass die. man das pauschalisieren kann, weil das eine Wirkung eintritt, wenn du ein HGH konsumierst, dann das ist so. Und Ja, dass ja. deine Organe wachsen, das ist auch so. In welchen Mengen ist eine andere Frage. Aber selbst wenn du, ich glaube, wenn du dein Leben lang 2 Einheiten HGH konsumieren würdest, dann würde dein Herz trotzdem größer sein als das von jemandem, der es nicht Kann genommen ich hat. nicht sagen, ich bin ja auch ein Fan von Studien, muss ich mich einlesen. Müsste ich mich auch einlesen, aber ich kann mir Ne? das schon Ein bis vorstellen. zwei Einheiten zählen ja immer noch so lapidar, vor allen Dingen in den Staaten, als
habe ich mich mit einer Patientin drüber unterhalten, die aus den Staaten kommt. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. 72, 74 oder was. Die konsumiert seit 15 Jahren schon HGH. Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, da habe ich auf das Alter geguckt. Und ich denke so, ich dachte, die ist Mitte 50. Und ich konnte sofort sehen, also die hat keinen Facelift oder so gehabt. Ne? Mhm. So, weil, ja, heutzutage, du siehst es auch nicht immer, aber ich weiß, ab einem gewissen Alter, wenn Frauen mit 50 anfangen mit dem Facelift, war das ja nicht das letzte Facelift, ne? In der Regel ist es ja so, mit 55 legst du nochmal nach, mit 60 legst du wieder nach, mit 65 dann nochmal, ne? Aber die sah halt einfach nicht so aus, weil die sah einfach so natürlich aus. Und ich dachte so, ja, Mitte 50 oder so, ne? Und da sagt die zu mir, ich gucke auf das Datum, 72. Ich sage, was ist denn ihr? In welchem Brunnen sind Sie denn gefallen? Und da sagt sie so, ja, ich nehme Wachstumshormone schon seit 15 Jahren, 2 Einheiten am Tag. Gibt mir mein Mann immer, bekommt mir gut. Ach, krass. Fand ich schon verrückt, ne? Trotz ja, auf jeden Fall. Also, ne, aber trotz all dem weißt alles, du nicht, ja? Was du dir exogen zuführst, es sei denn, du hast einen Vitaminmangel natürlich und schaffst einen Ausgleich. Aber alles andere ansonsten ist Missbrauch, ist es und wird es immer bleiben, auch wenn manche Leute jetzt sagen, ja, jetzt stell dich doch nicht so an, da wegen 2 Einheiten oder so, aber ihr müsst wissen, alles hat eine Wirkung und Nebenwirkung. Punkt. Richtig, genau. So. Und kein männliches Hormon hat was in eurem Körper zu suchen, es sei denn, ihr seid euch den Konsequenzen 100% bewusst und sagt, ist mir egal, damit kann ich leben. Dann ist es ja auch okay. So. Ja. Ja. Das andere Problem sind dann die Coaches da draußen natürlich. Ja. Ich meine, Gott sei Dank, die neuere Generation, ich denke, viele Ältere in Anführungsstrichen, die da schon sehr, sehr lange im Business sind, fangen auch an, umzudenken. Das weiß ich also selber auch von einigen, die früher auch anders darüber gedacht haben als heute. Wo ich mich sehr drüber freue, aber ja. Ich meine, sprechen wir hier von der Women's Bodybuilding-Klasse. Ne, ist ein ganz anderes Ding. Da kannst du wahrscheinlich wirklich nur, okay, was ist jetzt die Schadensbegrenzung? Aber gibt's die? Nee, die gibt's nicht. Keine Ahnung, finde ich. Aber wir brauchen in keiner Bikini-Wellness-Klasse, Figurklasse, ja, bin ich von überzeugt, dass es auch sehr viele nicht unterstützt schaffen, auch beim NPC. Ja. 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 Also, wie gesagt, ich finde einfach, NPP und Beute ist die falsche Herangehensweise der Unterstützung für die Klassen. Ist einfach so. Ich bin ja auch schon ganz oft gefragt worden, Angie, man sagt doch, Primobolan ist auch immer wieder dieselbe Frage, auch schon tausendmal ausdiskutiert. Habe ich auch immer wieder in dieser Fragensticker-Runde drin. Hatte ich heute bei mir auch wieder drin. Was soll ich denn jetzt tun? Primobolan oder Oxa? Was ist denn... Ich bin mir relativ sicher, auch wenn ich es nicht hundertprozentig sagen kann und die Prozentzahl nicht greifen kann, egal wo ihr die Steroide bezieht, jeder wird euch sagen, ach, ist safe bei mir, ist total safe, da ist immer das drin, was auch draufsteht, bla bla bla. Primobolan ist teurer als vieles andere und da lohnt es sich natürlich zu punchen. Und für einen Mann ist das scheißegal, wenn da was anderes mit drin ist. Ja? Auch wenn ein Mann das erste Mal sich entscheidet, was zu nehmen und sagt, ah nee, ich will aber nichts injizieren, kann ich vielleicht mit Oxa starten und selbst wenn der Oxa bekommt, wo aus Versehen Winstrol oder was auch immer drin ist, ist das für den Mann nicht schlimm. Ne? Der wird trotzdem irgendwie Progress machen und wird das merken auf alle Fälle. So, aber bei uns Frauen ist das ein ganz anderes Ding. Ein ganz anderes Ding. Und Primobolan würde ich mich persönlich nie für entscheiden. Es sei denn, ihr habt ein Labor an der Hand,
und könnte es wirklich einschicken, nimmt ein bisschen Geld in die Hand, ist wirklich das drin. Da haben natürlich immer viele Leute Angst, ich kann noch kein Steroid ins Labor geben. Doch, könnt ihr. Ja, ich auch so. Und deswegen würde ich mich in dem Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, eher für Annaba entscheiden. Wenn ich mich entscheiden müsste. Aber am besten müsst ihr euch gar nicht entscheiden. Genau. Ja, und das ist genauso mit Glenn auch, diese Geschichte. Aber die Frage sparen wir uns wirklich mal auf, wenn wir den Ryan Johnson hier haben. Demnächst. Dessen Expertise ich sehr schätze, auch seitdem ich ein paar Gannikus-Podcasts gehört habe mit ihm und der lieben Martina Olesch. Nochmal Spoiler, wir müssen ein Date machen mit Danny und Martina. Mit Danny und Martina, freut euch drauf. Mhm. Das wäre eine Frage, weil du hattest sowas Interessantes mit Glenn, ne? Glenn bei einer Frau, die Athletin, die Glenn konsumiert hat, obwohl sie Bluthochdruck hat, oder was? Ja, genau, da habe ich auch noch ein Thema, genau. Eine Herzgeschichte, was komischerweise danach besser wurde. Ich wage es immer noch zu bezweifeln. Ich kann es nicht verstehen, aber da würde ich gerne auch nicht, aber jemanden dazu holen. Vielleicht hat da jemand eine Erklärung für. Ja. So. Deswegen, Hände weg von den Drogen. Immer schlecht. Sag mal, du fährst nach Hamburg, du hast gar nicht mehr dann darauf geantwortet. Wie? Hast du nicht gesagt, du fährst irgendwie nach Hamburg, ob ich da nicht auch hinkommen will? Wieso fährst du nach Hamburg? Just for fun, einfach trainieren. Formcheck dann noch, ja, mal gucken. Okay. Also ich trainiere zusammen mit der lieben Sabrina, mit der Amicello, mit der guten Physiotherapeutin aus dem Victus Gym. Da werde ich wahrscheinlich dann auch mal einmal von ihr durchgeknetet vielleicht. Mhm. Und ich habe noch eine Posingstunde bei der lieben Nadine. Ich dachte mir, ich verbinde das gleich mal, weil sonst war ich ja immer bei der lieben Lena, die das auch super macht. Aber dadurch, dass es halt direkt vor Ort war, dachte ich so, dann sneake ich mir da auch mal eine Stündchen Zeit, dann gucken wir uns das mal alles in live an. Ja, genau. Wohnt die eigentlich da oben, Nadine? Nee, die pendelt ja immer. Ne? Jede zweite Woche kommt sie, glaube ich, wie ich das verstanden habe. Genau. Ja, aber da freue ich mich auch schon drauf. Einfach weil die Geräte halt einfach geil sind da, ne? Also tatsächlich sind wir auch gerade schon am Überlegen, ob wir doch schon Samstag fahren, statt nur Sonntag. Mal gucken. Mhm. Ja, vor allem jetzt, wo das Gym auch voll ist, ne? Wir haben es ja noch gesehen, haben ja noch ganz viele Geräte gefehlt und da war es ja schon cool. Ja. Obwohl, da war es ja schon geil, weil du warst ja alleine in dem Gym, ne? Ja. Also, das war schon cool. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, ne? Gerade am Samstag, Sonntag. Bin ich mal gespannt, wie die Atmosphäre da drin ist. Ich auch. Ja. Schade, dass du nicht vloggst. Wäre ich da, hätten wir einen richtig coolen Vlog gemacht. Ja, können wir ja trotzdem nochmal machen hier. Prep-Vlog. Ja. Wann beginnt denn eigentlich jetzt deine Prep? Beginnt sie überhaupt? Ja, also eigentlich am 1.1. Als ich mich vor 4 Tagen auf die Waage gestellt habe, dachte ich, mein Schwein pfeift. Weil ich so wenig gewogen habe. Ich so dachte, ey, wo soll das denn hingehen? Wie viel wiegst du gerade? Also als ich mich das letzte Mal gewogen habe, habe ich nur noch knapp 71 Kilo gehabt, also 70 und. Boah, das ist echt wenig. Ja, mein Wettkampf... Ist ja fast so viel wie ich? Mein Wettkampfgewicht ist 67. Krass. Ja. Figurklasse, Spaß. Ja, ehrlich. Als ich so in den Spiegel geguckt habe, dachte ich so... Oh, also ich habe jetzt irgendwann mit einer Freundin im McFit einmal trainiert, Brust. Da ist jetzt ein extrem anaboles Licht, ne? Und ich dachte so, Streifen. Ich denke so, heilige Maria, alle würden sich freuen. Und ich denke so, Kacke, nein. Ja, aber ich weiß nicht, ich kriege es nicht. Auch ganz schlimm hier bei mir gerade trinken, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, meine Karriere ist am Arsch, am Ende. Ja. Der Tag ist ja noch jung, ne? So jung, kannst du trainieren gehen. Nein, Spaß. Nein. Nee, aber ja, ich war gestern beim Buffet. Da konnte ich auch weniger essen als sonst. Also ich merke richtig, wie mich das mitnimmt, ne? Das Ganze. Verstehe ich absolut.
Ich meine, ist auch keine einfache Situation, aber du wirst da wieder reinkommen. So. Vielleicht ist ja auch erst eine Woche her. Ja, würde gerade sagen, ist ja auch noch frisch. Und vor allem, du darfst ja nicht vergessen, in der Prep baust du auch noch Muskeln auf. Weißt du, ist ja nicht so, dass du in der Prep dann nichts mehr aufbauen kannst. Und grow into the show. Aber es wird schon hart. Ja. Aber ich habe ja auch keine andere Wahl, weil Frauenphysik, ne, in der Figurklasse hast du es einfacher. Wenn du dann im Juni noch nicht ready bist, dann machst du den im Juli oder den im August oder den im September. Aber Frauenphysik gibt es halt nicht ganz so viele Wettkämpfe. Ne? Da bist du schon auf die 3, 4. Und wenn du bis dahin nicht ready bist oder ich bin unzufrieden, ja, scheiße. Ja, verstehe ich. Ich gucke. Nee, aber so wie wir planen, stehen wir eventuell auf demselben Wettkampf. Und weil wir ganz viel Glück haben, kann Lizzie dann zusammen mit Angie Backstage schon stehen. Bei den großen Mädchen, vielleicht. Alicante. Ja. Ja, ja, schön wär's. Aber ich freue mich sehr auf die Saison. Ich bin so richtig hyped, Angie. Ich freue mich richtig. Ja, das kommt ja bei mir auch dazu. Wenn ich erstmal drin bin, freue ich mich auch. Aber... Oh Gott. Ja. Ja, so Leute, Ende im Gelände hier, reicht. Du kommst gleich ins Bett auf alle Fälle. Ja, ich muss erstmal den Fokus wieder finden. Den werde ich auch finden. Das Jahr war einfach nicht mein Jahr. Das sagt immer so. Nein. Ich bin froh, wenn das Jahr. Ja, aber nächstes Jahr wird safe besser. Ja, weil ich war die ersten sechs, kann ja nicht schlimmer werden, weil die ersten 6 Monate habe ich wirklich mit diesem Long-Covid-Scheiß gehabt, was immer es war. Es ging nichts. Halbes Jahr verschenkt. Dann lief es irgendwie mal 3 Monate gut. So, jetzt kommt wieder diese Scheiße da. Und guck mal, wenn dieser Welpe hier ist, habe ich auch schon wieder nachgedacht. Aber deswegen kein Leben, neues Leben zu holen, wäre auch kacke. Aber wenn die erstmal hier ist, die kann ich auch nicht an Tag 2 hier 2 Stunden alleine lassen, 3 Stunden. Ich gehe zum Training. Geht halt auch nicht, ne? Meine Tochter wohnt zwar hier im Haus, aber die hat Schichtarbeit. Also die arbeitet in Schichten. Und die will auch ab und zu trainieren. Aber dieser Zwerg ist so süß, da kann die sowieso nicht Nein sagen. Aber das kann auch gut sein, dass ich dann erstmal die ersten 4 Wochen auch wieder nur 4-mal zum Training komme. Ja, das war bei mir und Ala aber auch so, wie Daisy gehört haben. Wir haben uns dann auch immer aufgezeigt mit Training. Er ist dann vor mir gefahren, dann hab ich sie mit ins Gym genommen. Genießen. Jetzt fängt sie auch an. Oh Leute, wir sind alle tot sein. Ja. Gesundheit. Ja, danke. Bitte, über die Kamera. Nee, da habe ich sie dann ins Gym gebracht. Er hat sie dann wieder auf dem Rückweg mitgenommen. Dann haben wir gleichzeitig auf das Autofahren geübt, damit sie halt nicht jammert im Korb sozusagen. Und dann war das halt auch immer so ein fliegender Wechsel. Und jetzt ist es echt schön, dass wir wieder sie einfach mal ein paar Stunden sein lassen können. Ne? Ist cool, ne? Ja, ich werde das auch irgendwann natürlich können, zumal ich ja 2 habe, ne? Ja. Ich muss halt gucken, aber die ersten 4, 6 Wochen, ich habe auch eine echt tolle Hundesitterin, die auch Katzen hat, da will ich die auch schnell reinbringen, so, damit die daran gewohnt ist. Aber das machst du ja nicht in den ersten 2 Wochen. Nee, machst du auch nicht. Ja. Das machst du nicht. So, in diesem Sinne, nächstes Mal stelle ich dann meine 2. Schnarchschiene vor. Ich hoffe, sie ist besser. Weiß ich nicht. Sie ist dezenter, aber... Bin gespannt. So, Leute, du gehst mal ab ins Bett. Ich muss mal noch 3000 Kalorien essen. Machen wir so. Dinge. Ich werde jetzt auch noch was essen. Wie viel Kelloggs muss ich essen, damit ich auf 3000 Honey Pops? Oh, warte mal. 1 Kilo fast, oder? Ja, haben nicht 100 Gramm, ne? 384 Kalorien. Ja gut, dann vielleicht 800 Gramm oder so. Okay. Ich gehe mal auf geht's. Kelloggs. Auf geht's. Okay, aber bitte film das. Das gibt gute Klicks. Bleiben wir dann auch noch. Im Nachhinein findet ihr das Kelloggs-Video von Angie, wie sie 1 Kilo so. Kelloggs verdrückt. Ja. Danke für euren Support. Danke für all eure wunderbaren Kommentare. Danke für eure Liebe. Danke, danke, danke. Ich muss sagen, auch gerade jetzt in meiner Situation. Ne? Ich habe die Kommentare unter dem letzten Video gesehen. Ich beantworte auch alle. Manchmal dauert das vielleicht mal 2 Tage, aber ich trage euch alle im Herzen. Wir lieben euch. Habt einen schönen Abend, morgen, wie auch immer. Ciao. Gute Besserung, ne? Ciao. Danke, ciao.